Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist Mittwoch. Ich wollte heute ein Video machen. Warum? Erfahrt ihr gleich. Als erstes mal, weil ich neulich so durch die Kommentare gegangen bin. Zu 90% bestehen die Kommentare darin, dass ich schwul bin. Und das wollte ich einfach mal aufklären. Ich bin nicht schwul, ich bin nicht bisexuell. Ich habe nichts gegen Schwule, ich habe nichts gegen Bisexuelle. Eure Argumente dazu, dass ich schwul bin, waren als erstes mal, als ich bei David war, dass wir beide keine Socken anhatten. Also das heißt anscheinend, dass wir zusammen im Bett geschlafen haben, genau. Klar, liegt daran, weil wir keine Socken anhatten. Wenn Leute schon länger meine Videos schauen, wissen, dass ich zu Hause nie Socken anhabe, weil ich einfach Socken nicht so gern mag. Zweitens war der Grund, dass ich, den Grund kann ich verstehen, dass ich David irgendwie einen Smoothie gemacht habe, einfach ohne Grund und ihn damit praktisch so überraschen wollte. Aber wer meinen Livestream auf Instagram geschaut hat, der weiß, warum ich ihm einen Smoothie gemacht habe. Und klar, das konntet ihr nicht ahnen, ich weiß, bla bla bla. Und zwar, weil ich habe David übertrieben abgefuckt und ich wollte ihm eigentlich irgendwas Scharfes in den Smoothie reinmachen. Aber dann habe ich das nicht gemacht, weil er mich sonst noch über... Weil der war richtig mad auf mich, weil ich ihn übertrieben abgefuckt habe. Und deswegen habe ich da nichts Scharfes reingemacht. Und dann gab es auch noch einen Grund, weil ich da zwei Strohhalme ins Glas gemacht habe. Erstens wäre es komisch gewesen, wenn ich nur einen reingemacht hätte. Und zweitens habe ich ihm eigentlich nur zwei Strohhalme reingemacht, damit es schön aussieht. Ich habe mir, wer meinen Livestream geschaut hat, ich habe mir danach noch selber ein Glas gemacht. Ich habe zwar auch aus seinem Glas probiert, aber was hat denn das mit Schwulsein zu tun? Hä? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und ich verstehe euch da irgendwie nicht. Das ist einfach nur weird. Das war jetzt mein Statement dazu. Ich bin nicht schwul. Ihr könnt also in den Kommentaren auch damit aufhören. Und selbst wenn ich irgendwas davon wäre, was geht es euch an? Das ist meine Sache, ob ich auf Mädchen oder auf Jungs stehe. Das hat euch gar nicht zu interessieren. Und ja, das wollte ich einfach mal loswerden, weil mich das irgendwie total abgefuckt hat, dass wirklich 90% da in den Kommentaren darüber waren. Und das geht nicht an alle für euch, nicht. Die meisten haben mich da beschützt und dafür wollte ich mich auch bedanken, weil die meisten meiner Zuschauer, die haben mich da praktisch unterstützt. Aber warum ich heute eigentlich ein Video gemacht habe, ist, weil ein Paket angekommen ist. Mir war gerade eben langweilig, deswegen habe ich das hier so mit Karteikarten alles zugeklebt. Ja. Und es ist ein Paket angekommen. Und zwar, könnt ihr das wissen? Vielleicht. Auch nur wer meinen Livestream auf Instagram angeschaut hat, der kann es auch nur so leicht erahnen. Der David, der hat so eine Musikbox, so eine wasserdichte, wo man halt an die Wand beppen kann mit so einem Saugnapf. Und ich liebe es, in der Dusche Musik zu hören. Also normalerweise habe ich das immer mit dieser großen Musikbox da gemacht. Aber das ist halt ultra nervig, weil das halt als erstes nicht richtig in die Dusche reinkommt. Und dann habe ich mir eine wasserdichte, also dieselbe Musikbox wie David bestellt. Und die möchte ich jetzt auspacken. Ich weiß, ich sitze jetzt hier ein bisschen komisch da. Aber ich meine, ich kann es nicht ändern. Es liegt einfach daran, weil ich kein Weitwinkelobjektiv habe und mein Tisch zu klein ist. Ja, wir werden es einfach mal auspacken. Also, hier ist das gute Stück. Und hier ist einfach nur Müll drin. Okay, das ist ziemlich klein. Ja, ist ziemlich klein. Das ist echt ultra problematisch ohne Weitwinkelobjektiv, aber ich versuche jetzt einfach so auszupacken. Geht die da so raus überhaupt? Ja. Also es ist die IPX7 oder so heißt die. Oh, da ist sie. Die ist so geil. Die ist so geil und die hat hier eben so einen Saugnapf und der ist so stark. Der ist so stark. Alter. Oh Gott. Meine Glasscheibe hat sich vom Handy gerade gelöst. Oh mein Gott. Was? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Vielleicht hört man es. Ich weiß nicht, ob man es hört. Und das ist mein Handy gerade. Aber ist ja egal, ne? Also, und in der Verpackung, da ist so noch ein Ladekabel drin.
Und noch eine Gebrauchsanweisung. Und hier sieht man eben den Verschluss. Also da lädt man sie auf. Und wenn man das zumacht, dann ist sie halt wasserfest. Hydrobeat heißt die. Ich weiß nicht, ob die jetzt aufgeladen ist. Power on. Geil! Paired. Nice, danke. Also die hat auch einen geilen Sound. Wie krank! Und man kann auch diesen Saugnapf abmachen. Und ich versuche das jetzt mal. Nee, ich versuche es lieber nicht, weil dann kriege ich ihn nicht mehr dran. Das ist mir nämlich bei David passiert. Und hier sind halt die ganzen verschiedenen Knöpfe. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber wenn ich die hier dran drücke... Ich ziehe gerade wirklich mit meiner ganzen... Das sieht man ja vielleicht sogar. Ich kann hier fast den Tisch mit hochheben. Ich kriege die nicht ab. Man kriegt sie eigentlich fast nur ab, wenn man hier dieses Ding hochhält. Und dann geht sie halt ganz easy. Aber wenn ich die... Ja, ich habe den Saugnapf abgerissen. Was? Okay, das ist heftig. Ja, okay, jetzt sieht man eh, dass man den Saugnapf abmachen kann. Ich werde die euch gleich mal im Waschbecken oder so zeigen. Also dann machen wir die hier mal rein. Wie ihr seht, die kriege ich da auch nicht mehr so leicht raus. Ihr seht, komplett Wasser ist da drin. Heute ist Mittwoch, ich muss heute noch Zeitung austragen. Wir haben schon 14:45 Uhr. Ich bin vorhin, also ich war jetzt auch gerade schon beim Schlagzeug, ich bin vorhin nach Hause gekommen vom Zeitung austragen. Ich hatte Handschuhe an, meine Finger waren tot. Ich musste mit meiner Nase klingeln, damit mir jemand aufmachen kann. Weil ich meinen Schlüssel nicht umdrehen konnte, weil ich hatte keine Kraft in den Händen. So Leute, ihr werdet es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber mein Vater kam gerade zu mir nach Hause, also zu mir ins Zimmer und hat so gesagt, ja, ich habe was Neues, willst du das vielleicht filmen? Und ich so, ja, was denn? Und dann, jetzt kommt's. Ja, ich habe so ein Amazon Echo und ich wusste halt nicht, was es ist. Dann google ich das, dann sehe ich das Ding und ich habe schon mal gesehen, dass es Roman Edward in seinem Video mal gemacht hat. Und mein Dad ist einer der Ersten, der dieses Ding hier hat, also weil das sonst, glaube ich, noch nicht in Deutschland oder so war. Und zwar, das ist einfach dieses Ding, mit dem man sprechen kann und was dann so Fragen klärt und alles. Ey, ich bin so aufgeregt. Ich habe dieses Ding erst ein oder zweimal gesehen. Wie schön sieht das denn bitte aus? Was ist in dem kleinen Schächtelchen drin? Ich glaube, das ist das Kabel, was man dafür braucht. Oh mein Gott! Wir haben einfach ein Amazon Echo, was? Das ist... Hört ihr das? Hallo, dein Amazon Echo kann jetzt eingerichtet werden. Nach den Anweisungen in deiner Alexa-App eingerichtet werden. Ja, folge einfach den Anweisungen in deiner Alexa-App. Was soll ich dein tun? Amazon Echo kann jetzt eingerichtet werden. Ach, das ist die Lautstärke. Folge einfach den Anweisungen in deiner Alexa-App. Alter, geht es laut. So, also wir haben jetzt schon ein bisschen mit der getalkt. Ich hole mal irgendwas, wo ich die draufstellen kann. Alexa, wie viel Uhr ist es? Die Zeit ist 18.22 Uhr. Alexa, spiele SWR 3. SWR 3 Moose Radio von TuneIn. Alexa, Lautstärke 8. Alexa, stopp! Und man kann darüber eigentlich auch direkt Amazon-Artikel bestellen. Und Alexa, bestelle einen Mac Mini. Ich habe mehrere passende Artikel gefunden. Na, der gut. Erste ist Anker. Alexa, stopp! Stell dir vor, die hätte es einfach was bestellt. Aber ich glaube, da muss man noch irgendeinen Geheimcode oder sowas sagen. Alexa, erzähl mir einen Witz. Wie nennt man einen Mann, der sich vor Regen schützt? Einen Schirmherrn. Alexa! Wollen wir heiraten? Ich bin nicht der Typ zum Heiraten. Jetzt, das habe ich vorhin schon gemacht und da kam eine richtig lustige Antwort. Alexa, bin ich cool? Cooler geht's nicht. Super cool, mega cool, Oberhammer and cool. Die ist so geil, ich muss jetzt einen Snap machen. Der mir auf Snapchat folgen will, da ist hier gerade mein Snapcode. Aber ich muss jetzt einfach einen Snap machen und das filmen. Alexa, hallo. Hallöchen. Alexa, wie geht es dir heute? Danke, mir geht es gut. Alexa, mir geht es auch gut. Danke der Nachfrage.
Ich weiß nicht, was du mit dieser Frage meinst. Und ich dachte einfach, dass heute das größte Highlight meine kleine Mini-Box wäre. Alexa, hast du einen Freund? Die einzige Verbindung, die ich habe, ist die mit meiner Steckdose. Ich dachte schon mit mir. Aber was ist, wenn ich das Kabel jetzt rausziehe? Geht die dann noch? Alexa? Alexa, lebst du noch? Oh, fuck, sie lebt nicht mehr. Scheiße. Ich hab sie gerade umgebracht. Ah, kacke, lebt wieder bitte. Es ist genau 20 Uhr gerade. Und damit wollte ich auch den heutigen Vlog beenden. Diese Alexa ist ja so geil. Die ist so cool. Ich habe damit noch richtig lang rumgespielt. Und ich habe auch einen Instagram-Livestream gemacht, auf dem wir über 350 Leute auf einmal waren. 350. Ich fand 200 schon krass. Und dann waren wir plötzlich einfach 350. Das ist heftig. Das ist einfach nur heftig. Ja, damit ihr solche Livestreams nicht mehr verpasst, könnt ihr mir hier auf Instagram folgen. Und da könnt ihr auch eine Benachrichtigung einschalten, dass ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn ich ein Instagram-Foto hochlade. Und ich habe auch richtig lustige Videos auf Snapchat gemacht. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr bei meinem Snapchat-Account vorbeischaut. Da macht ihr immer richtig lustige Snaps. Und wenn es euch gefallen hat, klickt auf die Videos in der Endcard. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Tschüss.